Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Projekt namens World of Goo. Wir stellen uns gleich mal ein neues Profil, damit wir auch gleich loslegen können. Yeah! So, und es geht zum Kapitel 1 Hügel voller Goo. So, und dann starten wir auch gleich mal mit dem ersten Level nach oben. World of Goo ist ein kleines, kinderleichtes, nein, nicht kinderleichtes Indie-Game. Gibt's für momentan 9 Euro bei Steam. Und wir folgen einfach mal den Tipp, der hier ist, drag and drop to build to the pipe. Also wir müssen immer zu den Rohren hier hochkommen, bauen also unsere Goo-Welle hier immer stetig nach oben. Und die werden dann auch schön eingesaugt. Und wir haben das Level geschafft. Gehen dann gleich mal weiter zum nächsten. Die Level scheinen jetzt noch recht einfach zu sein, aber das sind sie am Anfang immer. Die geben dir einen einfachen Einstieg und werden dann mit der Zeit immer schwerer. Also wie ich es zum ersten Mal gespielt habe, ich bin teilweise 30 Minuten an einem Level gesessen. Das war echt krank. Wir gehen weiter zur kleinen Schlucht. So, da müssen wir rüber. Sieht einfach aus. Und da haben wir den Schildermacher. Jenseits einer kleinen Schlucht erschien ein weiteres mysteriöses Rohr am Himmel. Seine Öffnung sieht warm und einladend aus. Die Goo-Bälle fragten sich wohl, wohin es führte. Der Schildermaler. Egal. Wir bauen hier erstmal rüber. Stützen unsere Brücke noch ein bisschen schön ab hier. Kommen wir da rüber? Nee, brauchen wir noch einen. So, jetzt sind wir drüben. Bauen hier nochmal schön zum Rohr hin. Genau. Ach ja, und wenn ihr auf... Ach, das zeige ich euch im nächsten Level. Kommt, meine Goos. So, und zum nächsten. Nämlich OCDs, die ihr machen könnt. Durchhängen, okay. Schlafendes Goo aufwecken, So, ich zeige euch mal diese OCDs. Da könnt ihr auf Menü gehen oder Escape drücken, da stehen die OCDs. Obsessive Vervollständigungskriterien. Mindestens 22 Goo-Bälle sammeln. Dann kriegt ihr diesen OCD. Dann nochmal ein Tipp von unserem Schildermacher. Diese Höhle sieht aus, als ob sie seit Jahrtausenden nicht mehr betreten wurde. Bis jetzt. Als das Rohr oben durch die Decke brach, hat das Sonnenlicht wohl diese seltenen Albino-Goo-Bälle geblendet. Sie merkten gar nicht, dass es zu schneien begann. Vielleicht wachen sie auf, wenn sie auf etwas springen können. Der Schildermaler. Dann bauen wir doch einfach mal runter zu unseren kleinen Freunden hier. Und schauen, ob die dadurch aufwachen. Tatsache. Nochmal eins nach unten, damit sie rausspringen können. Kommt. Ihr da auch. Wache auf. So, die können wir ja auch einfach nach oben tragen. So, und dann machen wir weiter und bauen zu unserem Rohr hier nach oben. Zack, Herbert, du dahin. Du dahin. Das hätte ich jetzt fast versaut. Komm nach oben. Und weiter geht's. Weiter geht's. Die Erde bebt. Die World of Goo Corporation ist unlocked. Die seht ihr auch hier unten.
Da kann man dann so Türme bauen mit seinen ganzen Boosts, die man gesammelt hat über die ganzen Kapitel. Und einen riesigen Turm bauen. Aber was es damit auf sich hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh, ich mag dieses Level nicht. Die Gubälle wollten unbedingt das geheimnisvolle Röhrensystem erkunden. Selbst wenn es über unglaublich kompliziertes Terrain ging. Einer der Gubälle sagte wohl, dass er sich wie ein Gürteltier fühlte. Mu. Gu ist der geheimnisvolle Schildermaler. Hier haben wir auch noch einen kleinen Tipp. Pop a time bug to go back in time by one move. So, wir stabilisieren das Ganze hier mal. Bauen hier einfach mal drum rum. Das hier sind diese Time Bugs. So, du dahin. Du dahin. Du hierhin. Du dahin. Nochmal einen hier. Gut, das stabilisieren wir mal hier unten. Du dahin. Boah, plopp ja nicht, bitte. Ah, das ging ja gut. Das ging nochmal gut. Nein, das ging nicht gut. Zurück, zurück, zurück. Ah, gut. Ach, verdammt. Nochmal zurück, nochmal zurück. Okay. Dann stabilisieren wir das hier mal. Hier noch. Da noch. Hier hoch. Dahin. Oh, und es kippt wieder um. Oh Gott, ist das schlecht. Ach, ich fange das nochmal neu an. Ich verkacke das irgendwie immer beim ersten Mal. So. Hier hoch, dahin. Hierhin. Du dahin. Hier. Ah. Ich konnte es mal voll gut. Oh, das ging ja gut. Ha, da ist jemand da. Und wir haben es geschafft. Im zweiten Versuch. Ist doch schön. Komm mal ran hier. So, und weiter geht's. Wie ihr seht, World of Goo Corporation. Die Goos kommen jetzt alle zur World of Goo Corporation und werden hier mal durchgesaugt. Sehr geil. So. Flugmaschine. Das machen wir gleich mal. Manche Bälle sind leichter als andere. Das sehen wir auch hier. Wir haben so komische Luftballons, die wir gleich mal hier dranhängen können. Zack, zack, zack. Ich brauche eine Hilfe. Was sagt ihr? Öffnet die Tore und fliegt, Äffchen, fliegt. Aber vergesst mich nicht, ja? Hochachtungsvoll, der Schildermaler. Hm. Zack und zack. Und dann geht die Reise los nach oben. Da ist das Rohr. Wird hier auch durch so einen schönen kleinen Pfeil angezeigt. Ja, und wir treffen das Rohr ganz gut. Die Bällchen werden eingesaugt und wir können weiter. Yeah! Dann machen wir auch gleich weiter. Einen schaffen wir noch. Dann nehmen wir gleich mal Efeutürme. Abstürzen. 5 Minuten habe ich noch. Eine neue Art von Gooball. Ich muss sagen, sie sehen echt hübsch aus. Vielleicht sind sie beziehungsscheu, ich weiß nicht. Aber es sieht so aus, als könnte man sie leicht voneinander trennen. Der hilfreiche Schildermaler. So, und die können wir nicht so wie die schwarzen immer auseinanderziehen und neu hernehmen. Und so können wir uns unseren Weg hier nach oben bauen. Zack, hier kommt man hier hoch.
können wir hier unten wieder wegbauen. Und hier oben weitermachen. Ach, da krieg ich nichts hin. Oder? Krieg ich da was hin? Nee. Gut, dann bauen wir hier unten wieder weg. Zack, zack, zack. Den lassen wir mal noch. Oder? Nee, den können wir wegtun. Den auch. Oder auch nicht. Und wieder zurück. Okay. Zack, zack. Zack, zack. Den müssen wir lassen. Den hier hin. Dahin. So und so. Da kriegen wir auch noch einen hin. Das ist gut. Können wir hier nämlich wieder abbauen. Den dahin, hierhin, dahin, hierhin. Kommst du da noch hin? Ja, sehr schön. Können wir hier wieder abbauen? Den können wir diesmal aber wegtun. Den hier auch und den hier. Dann bauen wir doch gleich mal nach oben. Oder auch nicht. So, dann können wir den noch wegtun. Können wir den noch wegtun? Den hier? Nein, den können wir nicht mehr wegtun. Aber egal, wir haben genug. Und wir machen einfach mal weiter. Yeah! So, und das war's dann auch schon vom ersten Part. BFBC2 Games? Egal. Das war's vom ersten Part. Ich hab mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns dann wieder in Part 2. Bis dann!